Yiling ist Aberrations neueste Kreatur und ich wollte wissen, wie stark sie wirklich ist. Wir lassen sie also gegen die Bosse kämpfen und gucken, was sie so drauf haben. Viel Spaß euch. So Leute, wir sind heute wieder am Start und wir werden mal testen, wie stark Yiling wirklich ist. Ich bin gerade aus dem Urlaub wieder da und ich habe tatsächlich überhaupt noch kein Aberration gespielt. Ich habe mir gerade ein Tutorial angeguckt von Tia Aurora, wie man einen Käfig für den Yiling macht. Und den Käfig werden wir gleich mal bauen und gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Leute, wenn euch das gefallen sollte, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir gehen direkt rein in die Action. Und tatsächlich haben wir da hinten schon unser erstes Opfer. Okay, das ist ein Kado, aber irgendwo war da auch einer. Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich glaube, die sind sehr, sehr aggro und ich sollte mich wahrscheinlich ein bisschen vorbereiten und diesen Käfig vorher bauen, weil der war Level 150 und 150 nehmen wir natürlich sofort mit. Wir fahren hier mal ein bisschen was ab, bauen hier gleich. Ist ja schon, der ist schon sauer, oder? Irgendwas ist sauer. Ich merke gar nichts mehr. Okay, er fliegt einfach da oben. Okay, das ist wild. Hä? Ich habe den halt noch gar nicht so richtig in-game gesehen. Ich habe auch das Gefühl, meine Settings sind irgendwie nicht so ganz richtig. Muss ich mich jetzt 30 Mal treffen lassen von dem? Wenn ja, dann wurde ich jetzt 30 Mal getroffen. Brauche ich überhaupt einen Käfig? Kann ich ihm auch einfach so ein Ding ins Gesicht pfeffern und dann den füttern? Unten rechts steht, ich wurde schon 50 Mal getroffen. Mach doch mal einen komischen Bergbomb oder so. Hallo, guten Tag. Ich wollte einen Käfig bauen eigentlich. Ich war nicht bereit dafür, dass du jetzt sowas machst. Junge, wie sehe ich denn aus? Ich sehe ja selbst schon aus wie ein Gockel. Was hat der denn mit mir gemacht? Warum macht er seinen komischen Angriff? Ich habe den Angriff tatsächlich auch noch nie so richtig gesehen, weil ich bis jetzt nur gesehen habe, dass Leute den mit dem Käfig gezähmt haben. Also angeblich muss man nur 30 Federn tanken. Ich glaube, ich habe schon 100 getankt oder so. Also, ich bin mir relativ sicher, dass schon irgendwas hätte passieren müssen normalerweise. Och nö, Karkinos, das jetzt auch noch. Hör mir auf, ich habe gar keinen Bock drauf. Bitte nicht grapschen, bitte nicht grapschen. Ich versuche das Ding jetzt einfach aus dem Kopf nachzubauen. Ich habe das Tutorial nur einmal geguckt. Ah, ich mache jetzt einfach mal. Ich baue hier mal ein bisschen rum. Der ist eh die ganze Zeit aggro und der macht irgendwie nicht so wie ich was. Ja, wir probieren einfach mal. Okay, ich habe jetzt gerade die Trap gebaut. Bin mir aber nicht sicher, ob die so aussah, aber die sah so ähnlich aus. Aber mein Yiling ist einfach verschwunden währenddessen. Was ist das für ein Video schon wieder? Ah, da hinten ist er. Oh mein Gott, ich habe ihn wiedergefunden. Okay, wir gehen einfach rüber und ziehen den Aggro. Und dann kann man eigentlich da so drin stehen bleiben die ganze Zeit und kriegt nicht so viele Federn ab, glaube ich. Und dann kann man irgendwie den mit einer Bombe abwerfen. Also das ist der Plan. Okay, wir gucken mal. Okay, ich habe neue Freunde gefunden. 95er und 55er. Und für die Wissenschaft werde ich jetzt einmal testen, ob die ein bisschen mehr Bock haben. Hey, der ist ja auch schon so... Ja! Der hatte Bock drauf. Meiner war wirklich kaputt. Mein Yiling war kaputt. Bei dem leuchtet das auch so komisch rot dahinter. Also wenn die dich so eine bestimmte Anzahl treffen, dann leuchtet da hinten so diese Flugstreifen, wie auch immer man das nennen will. Die leuchtet dann rot. Guck mal da. Jetzt hat er es rot und jetzt macht er es. Ja. Also ich habe kein Aim, aber ich hätte ihn gerade umhauen können. Oh mein Gott, warum geht das bei meinem nicht? Ja, da treffe ich halt nicht. Das ist ja schwierig. Wo ist er? Das ist ein Dodo. Okay, ich sehe halt selber nichts. Ich bin ja selber geblendet. Schwieriger Hase. Ich werde treffen. Ich habe ihn getroffen. Nur wo ist er? Ich sehe halt nichts. Mann. Es hat geklappt, glaube ich. Ja, hat es. 300 Topor nur. Und die geht übel schnell runter. Du willst mich flachsen. Okay, ich lasse mich einfach 30 Mal so voll schießen im Prinzip. Und dann gehe ich hier bei der Trap rein. Weil da macht er eigentlich seinen Dash, wenn er Bock hat zu fliegen. Ich habe schon 30 Federn drin. Du kannst einfach reinknallen hier. Ah, da. Okay. Also es klappt irgendwie, aber der backt halt so komisch rum dann und das ist voll gut. Den kann ich dann so abpfeffern, das schaffe ich sogar mit meiner Reaktionszeit. Ich habe auch noch 30 Federn stecken, vielleicht, er macht es halt echt wieder. Oh, oh, schade, das hätte ein Treffer sein können, ja egal. Es kann nicht jeder ein Treffer sein, Leute, aber jetzt muss ich mich wieder voll schießen lassen. So, ich gehe jetzt rein und jetzt pfeffert der hoffentlich gleich, hier da, zack. Zack, zack, ja, jetzt habe ich es raus, jetzt habe ich es raus, jetzt ist echt okay. Oh, er hat es gemacht, ich weiß nicht wo. Oh. Hä? Ne? Der war... Oh mein Gott, der war so buggy. Oh mein Gott, der hätte ich easy abwerfen können, egal. Mach mal dein Dash, traust dich nicht. Guck mich nicht so an. Da war er wieder. Und solange man halt noch die Federn drauf hat, die hat man ja ein bisschen länger drauf, macht er das wahrscheinlich direkt nochmal sogar, oder? Das ist mal ein bisschen im Blick. Hier, da, zack. Wieder. Die Falle geht. Tia, du bist ein Genie. Also, okay, ich habe gerade reingeschissen, aber du bist ein Genie. Jetzt hängt er einfach am Baum und verliert die ganze Zeit Topor und ich krieg den auch nicht vom Baum runter. Also, ich habe die Zeit meines Lebens. Wie random, er fliegt da hinten ganz rum. Was ist das denn? Er ist komplett durchgezogen nach Lampukistan und verliert all seine Topor und kämpft gegen Spinos. Lieg wieder los und macht nochmal deinen komischen Bodycheck. Nice. Nächster Hit, zwei noch. Noch ein Hit. Letzter Hit, Leute. Letzter Hit. Oh mein Gott, er liegt. Er liegt viel zu einfach, ehrlich. Ein Button, da habe ich den mit meinen Server-Settings. Nice. Also, ich sag's mal so, wie es ist.
Besser als der Fassbinder Suche zu zähmen, wenn man einmal den Dreh so halbwegs raus hat. Aber trotzdem nervig. Trotzdem sehr nervig. Ich hoffe, der hat ein bisschen was drauf. Oh mein Gott, ich habe ihn. Ich bin ihn tatsächlich noch nicht einmal geritten. Das machen wir gleich das erste Mal zusammen. Okay, okay, das Ding ist echt cool, tatsächlich. Was ich mir gerade für eine Frage stelle ist, ist das damit möglich, gegen Bosse zu kämpfen? Weil das war eigentlich mein Plan für das Video, dass wir so ein bisschen versuchen, damit gegen Bosse zu kämpfen. Aber ich glaube, wir haben echt nicht so viel Leben und so, ne? Also, ich weiß, das Federnschießen hatte ich mir auch ein bisschen stärker vorgestellt, tatsächlich. Der kann halt verschiedene Federn schießen, das habe ich schon irgendwie gesehen, dass man da irgendwie andere Sachen reinmachen kann und dann schießt er andere Federn oder so. Damit gegen Bosse, Leute? Ich werde es wahrscheinlich testen, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Aber ich glaube nicht, dass das gut ausgeht. Vielleicht mit einem guten Sattel. Ich guck mal, gibt es dafür andere Sattel? Safe. Ich bin ganz ehrlich zu euch, vielleicht spiele ich den auch falsch. Das kann sehr gut sein. Krieg mit dem nicht mal ein Spino tot. Vielleicht geht das jetzt schon schief, ey. Ich muss irgendwie noch rauskommen. Bitte lass mich nicht 19 müssen, bitte. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht nochmal. Dash, bitte. Flieg. Flieg, mein Freund. Da haben wir auch schon unser wunderschönes Pärchen. Männchen, Weibchen. Wir lassen die beiden jetzt die ganze Zeit paaren und werden dann hoffentlich gleich den Daddy aufstellen. Die habe ich ja auch noch nicht. Das mache ich gleich noch eben schnell. Bis wir dann genug haben, um in den Bossfight reinzugehen. Dann werde ich die rüber transferieren zu The Center und dann kämpfen wir mit denen gegen die Bosse. Also... Oh mein Gott, die werden mir so elendig sterben. Egal. Ey, ich guck noch nach Sellen. Das mache ich auch noch. Oh mein Gott, das erste Baby ist da. Yo, du hast ja eine Riesenbirne. Was? Was sehe ich da? Baby, komm raus da aus dem Arsch. Oh no, der ist richtig stuck da hinten im Hinterstübchen. Ja, egal, dann wirst du einfach da. Okay, was passiert hier? Jetzt schiebst du irgendwie deine Mutter hoch. Da passieren Dinge. Egal, lassen wir erstmal so. Okay, wir sind absolut hier in der Massenproduktion. Wir haben mittlerweile 4 Weibchen am Start, die alle dauerhaft hier die Eier rauskloppen. Wir haben hier auch schon ein paar Eier am Start. Guckt euch das an. Können wir gleich alle ausbrüten. Außerdem habe ich einen Blueprint für den Sattel. 114 Armor. Also unter Offi-Werten auf jeden Fall. Und ist ein ziemlich, ziemlich guter. Den werden wir gleich ein paar Mal craften, setzen wir ihn drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht, bin ich ehrlich. Da sind wir wieder auf The Center und wir werden jetzt gleich direkt reingehen in den Bosskampf. Ich hoffe, dass es überhaupt geht. Kann sein, dass ich mich gleich übel blamiere, weil die Dinger können ja auch ein bisschen klettern und sich an Wände hängen und sowas. Und das ist meistens in Boss-Arenen nicht erlaubt. Und ich habe mir nichts dazu angeguckt. Also könnte sein, dass es gleich eine große Blamage gibt. Der hier ist mein Reiti-Link, weil der hat 25 in Gewicht aus Versehen. Ich habe aus Versehen mein Makro auf Gewicht geklickt und dann dachte ich mir so, ja komm, dann reiße ich den halt, den muss ich gleich wiederfinden und den hier stellen wir mal so auf Auto brüllen. Geht das nicht irgendwie? Ja, so zack hier. Der Bosskampf beginnt. Natürlich nur der leichte Bosskampf, Leute. Was anderes traue ich mir hier gar nicht zu. 3, 2, 1 und Blamage oder nicht? Tatsächlich keine Blamage. Oh mein Gott, perfekt. Ey, freut mich, dass ihr alle am Start seid. So, wir werden jetzt hier easy, nämlich die Bosse vernichten. Kann man hier rumfliegen? Man kann hier einfach rumfliegen? Oh mein Gott, ist das... Oh, wie die hinterher fliegen. Oh mein Gott, wir dürfen kämpfen, Leute. Angriff, Angriff. Da. Oder so. Ich habe falsch gewisselt. Egal, ihr wisst schon, was ihr tut. Warum habe ich hier drin 2 FPS oder sowas? Woran liegt's? Ah, die machen gar keine Damage. Oh mein Gott. Die machen ja gar keine Beschreibung. Die greifen alle an, oder? Eigentlich wollte ich meine Schrotflinte mitnehmen. Also ich habe die auch mitgenommen, aber ich habe keine Schuss mitgenommen. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Also ich sage euch eins, Leute. Nimmt Healing niemals mit in die Boss-Arena. Außer... Vielleicht kann man sich hier irgendwo dranhängen oder sowas. Ich lasse die einfach mal weiterkämpfen, wenn die draufgehen, gehen die drauf. So schlimm ist das nicht. Oh mein Gott, man kann sich hier dranhängen. Hier hinten. Oh, aber die Sicht ist ja überkacke. Wie kann ich denn die Gegner sehen? Gar nicht einfach. Kann ich mich umdrehen oder so? Da ist mein erster Healing tot übrigens. Kann ich mich irgendwie an das dranhängen? Ich glaube nicht, oder? Okay, ich habe den hier gleich down. Meine FPS sind irgendwie ultra schlecht. So viel zu 80% Performance Boost. Meine Performance ist einfach schlechter als vorher, glaube ich. Warum ist das so? Ich habe so viele Fragen. Ey, schön, dass ihr noch lebt, Leute. Attacke, Jungs. Jetzt noch die Brutmutter. Ey, da machen sie zumindest ein bisschen Schaden. Also jetzt auch nicht so krass viel, aber ein bisschen. Oh mein Gott, ich muss echt wegrennen. Wir werden gewinnen. Ah, es ist nicht wegen den Healings. Das sag ich euch so, wie es ist. Also wir holen den Sieg. Aber ja, das waren die einfachen, Leute. Das waren die einfachen Bosse. Und ich sag mal so... Das ist es nicht. Also von allen neuen Dinos, die ich bisher getestet habe, sind das hier echt so vom Damage her die schlechtesten. Und wir haben in letzter Zeit einiges gegen Bosse kämpfen lassen. Aber die hier,
Aber das sind halt so Fortbewegungsdinos. Dafür sind die halt richtig, richtig nice. So auf Aberration eigentlich schon fast OP, da ein bisschen rumfliegen zu können und so. Aber ich würde sagen, das war's mit unserem kleinen Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!